Salü und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Cut. Nachdem wir uns in der letzten Folge angeguckt haben, wie wir ein Setup im CAM-Workspace einrichten können, ist, bevor wir mit den eigentlichen Operationen loslegen können, natürlich noch wichtig, Werkzeuge zu erstellen. Werkzeuge werdet ihr zu Hause rumliegen haben und eventuell bekommt ihr von eurem Werkzeughersteller eine Werkzeugbibliothek. In Fusion wird das Ganze unter dem Feld Manage in der Tool Library verwaltet. Wenn ihr diese öffnet, hat die immer den gleichen Aufbau. Als allererstes gibt es den Reiter All und in All sind alle eure Werkzeuge drin. Dann bekommt jedes Dokument einen eigenen Ordner, in dem alle Werkzeuge, die in diesem Dokument verwaltet werden, drin sind. Ihr habt die Möglichkeit in den Voreinstellungen, die findet ihr oben bei eurem Namen, die Cloud-Bibliothek anzumachen, sodass eure Werkzeuge immer, wenn ihr euch einloggt, schon dabei seid. Und als wichtigstes, um etwas anzulegen, den Reiter Local. Generell ist es so, dass seit ein paar Wochen Fusion über den Rechtsklick die Kontextmenüs hinzufügt. Ihr macht also auf das Local einen Rechtsklick und sagt New Tool Library. Da werdet ihr über den Namen gefragt. Heute habe ich das schon mal gemacht mit Let's Cut. Und habt dann, sobald ihr diese Bibliothek anklickt, die Möglichkeit, oben rechts Werkzeuge zu erstellen. Wenn ihr eine Werkzeugbibliothek importieren wollt, funktioniert das genauso. Local, Rechtsklick, Import Tool Library und dann könnt ihr alle HSM-Bibliotheken importieren. Um ein Werkzeug zu erstellen, klickt ihr auf für Fräsen das oberste Symbol New Mill Tool. In diesem Pop-up bietet sich wie immer an, dass man sich von links nach rechts durch die Reiter arbeitet und die eigentlichen Kontextmenüs von oben nach unten bearbeitet. Als erstes sollte man den Typ des Fräsers wählen. Standardmäßig ist jetzt bei mir hier so ein Kugelradius-Fräser. Wir wollen aber einen flachen haben, den findet man unter Flat End Mill. Man kann das Material angeben, wobei das jetzt, denke ich, eher für die eigene Vorliebe ist. HSS passt super. Man kann angeben, ob durch das Werkzeug gekühlt wird. Sehr teure Werkzeuge und Werkzeugmaschinen können das. Meine kann das leider nicht. Man kann die Einheit angeben. Ich denke, es wird jedem klar sein, dass man hier in Millimetern arbeitet. Ich möchte jetzt einen Einschneider anlegen, deswegen ändere ich die Number of Flutes, also die Schneidenanzahl, auf 1. Ich kann dem Werkzeug eine Beschreibung geben. Ich mache da gerne den Namen rein. Hier ist es zum Beispiel ein 4-in-1 Alu-Einschneider. Der Hersteller von meinem Werkzeug kann ich angeben. Ich kann eine Product-ID angeben, was ich immer ganz praktisch finde. Dann weiß ich, wenn ich das Werkzeug nachbestellen muss, was ich da eingeben könnte. Und ich könnte sogar einen Link zum Hersteller, einen Link zum Hersteller angeben, also zum Beispiel datron.de, und dann weiß ich, wo ich klicken muss. Könnte dann auch schon direkt den in den Einkaufswagen legen. Auf der rechten Seite habe ich Einstellungen, mit denen ich das Werkzeug definieren kann. Diese werden auch live im Bild angezeigt. Generell, erste Einstellung ist natürlich der Durchmesser des Fräsers, also zum Beispiel ein 8 mm Fräser. Den Schaftdurchmesser, Schaft ist immer der Teil, der in der Spannzange sitzt, der könnte also zum Beispiel größer sein oder auch gleich. Dann die Schneidenlänge, das ist die Flute Length. Und ihr seht, wenn ihr jetzt hier unten bei den Längen was anklickt, kriegt ihr oft gelb eingeblendet, welchen Teil des Fräsers das ist. Schneidenlänge ist also wirklich der Teil, der im Material schneiden kann. Hier kann man zum Beispiel eingeben, 16 mm wäre das jetzt bei diesem Werkzeug. Dann gibt es den sogenannten Freischliff. Freischliff bedeutet, ihr habt keine Schneide mehr, aber immer noch einen Spankanal. Der könnte in diesem Fall zum Beispiel länger sein. Es gibt eine Körperlänge. Körperlänge ist quasi all das, was aus der Spanzange rausschaut. Und eine Gesamtlänge, die kann länger sein, das geht aber dann hier oben in die Spanzange rein. Und dann hättet ihr das Werkzeug im Groben schon angelegt. Ich klicke jetzt mal OK und wir machen noch ein zweites Werkzeug. Beim zweiten Werkzeug machen wir mal einen Kugelradiusfräser. Ich lasse alle Einstellungen so, wie sie vorher sind und will auf das zweite Tab eingehen. Und zwar, hier habt ihr die Möglichkeit, den Schaft in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Also zum Beispiel zu sagen, der geht etwas weiter. Und Schaftsegmente werden hinzugefügt über diesen Plus-Button. Ich füge gleich mal zwei Stück hinzu. Und als allererstes, das Ganze ist, ich finde es ein bisschen komisch zu verstehen, aber ihr müsst euch so vorstellen, das unterste Schaftelement, was euch hier angezeigt wird, ist das, was direkt an der Schneide oder dem Freischliff ansetzt. Wenn ich hier jetzt also mal eine Höhe von 5 mm eingebe und den Durchmesser, den Lower, auf 15 setze, dann seht ihr,
wird direkt über dem Schaft das Ganze breiter. Ich setze ihn mal zurück auf 10 mm und den oberen auf 15 und dann wird ganz klar, was man damit machen kann. Wenn ihr nämlich zum Beispiel ein Werkzeug habt, was in irgendeiner Art und Weise angeschrägt ist, also einen breiteren Schaft hat und hier rausläuft, könntet ihr so die Form genau angeben, was sehr wichtig ist, dass Fusion euch korrekte Kollisionswarnungen gibt. Im Feld Holder könnt ihr die Spannzange angeben. Auch das ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig, wenn ihr nur oberflächlich bearbeitet, aber wenn das Ganze relativ eng wird, ihr also tief reinfräsen wollt, euch nahe dem Werkstück ändert, ist natürlich für die Kollisionswarnung der Halter auch sehr wichtig. Im Fenster Feeds and Speeds könnt ihr die Spindeldrehzahl zum Beispiel angeben. Also das Werkzeug würde ich bei mir, weil das gewuchtet ist, mit 34.000 Umdrehungen drehen lassen. Ihr könnt verschiedene Schnittgeschwindigkeiten angeben, also zum Beispiel, wie schnell man schneiden würde. Ich bin im HSC-Bereich unterwegs, also ich würde das Werkzeug schon 8 Meter laufen lassen. Ich würde ihm 5 Meter Eintauchgeschwindigkeit geben, 5 Meter pro Minute Austauchgeschwindigkeit. Und was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich die Rampenzustellungsrate, also wie schnell er gleichzeitig in X, Y und Z verfahren darf, auf die gleiche Geschwindigkeit wie die Schnittgeschwindigkeit setze. Das ist aber, und hier vorsichtig, immer maschinenabhängig. Ich arbeite halt an einer Industriemaschine, deswegen sind diese Werte alle relativ hoch. Wenn ihr jetzt eine kleine Fräsmaschine, vielleicht einen China-Import zu Hause stehen habt, solltet ihr bei diesen Werten sehr vorsichtig sein. Generell gilt, euer Werkzeughersteller wird gerade für die Zahnvorschübe Empfehlungen haben, was ihr da eingeben sollt. Im Reiter Post-Processor könnt ihr das Kühlmittel festgeben, falls eure Maschine verschiedene zur Verfügung hat. Bei mir also zum Beispiel so eine Nebel-Minimalmengenschmierung. Ihr könnt einen Kommentar eingeben und eigentlich als Wichtigstes für euren Post-Prozessor könnt ihr hier eine Nummer zuordnen. Diese korrespondiert oft zu der Zuordnung des Werkzeugs im Werkzeugwechsel. Also ich kann hier zum Beispiel 5 eingeben und dann wäre das bei meiner Maschine in Werkzeugwechselposition 5. Und das war's schon. Damit habt ihr ein Werkzeug erstellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Werkzeugbibliotheken zum Beispiel in die Cloud kopieren. Und dann könnt ihr loslegen zu programmieren. Und das machen wir im nächsten Teil. Ciao und danke fürs Zuhören.